Hallo und willkommen zurück zu Subnautica unter Null. Let's Play Nummer 7. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem Wickelringelpilzstück-Dingens da. Und alles mal wieder voll. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Mal schauen. Ich will auf jeden Fall mich mal noch ein bisschen weiter umsehen. Ja, ist gut, habe ich schon. Bisschen halbwegs zurück. Aber irgendwie. Es gibt doch da vorne auch noch mal so Stellen. Warte mal, ich mach mal für die Orientierung, mache ich mal das Delta an wieder. Wo war der da? Ich mach mal andersrum. Grün ist erledigt. Die Tischkorallen kann ich eigentlich wieder einsammeln. Die sind ja sowieso dort, dann brauche ich die nicht nachmachen. Ja, da will ich noch mal hin. Das ist eine Base. Das habe ich erledigt. So. Da muss ich glaube ich noch hin. Doch. Wo war jetzt die Delta-Anlage? Habe ich die jetzt wieder nicht eingemacht? Habe ich nur rumgeschaut, aber nicht angemacht. Ja, nur gehört. Meter Delta nach Westen. Geh mal ein bisschen so zum Do. Ja, so lang. Mann, was ist denn da los? Teile. Alles gönnen, was geht hier. Die peacefully, ja, sehr schön. Jetzt ist mir mal egal, ich will dich scannen. So, jetzt habe ich den wenigstens mal gescannt. Kann da was machen? Nee. Valisium nehm ich mit. Fabrikation. Ja, das ist das letzte Teil. Sehr schön. Aquarium auch das letzte Teil. Ja, sehr, sehr schick.
Gut, nehmen wir noch ein bisschen Titan mit. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, lass mich noch schnell ein bisschen Lithium sammeln. Da habe ich doch irgendwie Wasser aufgenommen, ist sehr schön. Vital signs stabilizing. Hier, das wird da oben. Weil eigentlich war ich ja schon richtig irgendwie auf der anderen Seite. Hier diesem Purple war ich auch noch nicht so groß. Ich wollte ja hier die Treppen anschauen. Ach so, nee, das sind diese Eisfelder. Hier irgendwie bei der Base Bioreaktor. Gehe ich mal da runter. Was sehe ich denn da? Auch irgendwie ein selten dämliches Vieh. Ich meine, ich bin schon am Wegschwimmen, aber es will trotzdem explodieren. Also im Grunde genommen ist es einfach nur Kamikaze. Schaue ich mir das Ding mal an. Der macht nur Nahrung. Silber. Habe ich wieder vergessen, irgendwas, ja. Dockabteil, oh, auch gut, Moment. So irgendwie. Zwei von drei. Da unten hat es was. Da komme ich doch mal noch schnell mit der Bahn hin. Habe ich es nicht mehr so weit. Na, jetzt ist er gekocht. Sehr schön. Also wenn ich ja jetzt wieder nicht mehr im Shooter-Game bin. Sekunde schon.
Irgendwie hat sich in letzter Zeit meine Maus immer mit dem Mauspad gestritten, wenn ich am Shooter zocken war. Und jetzt müsste es eigentlich etwas angenehmer sein. Entschuldigung. Mit der Maus meine ich natürlich. Leuchtet jetzt schön hin. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier gelandet bin. War nicht so das Ziel, aber nehmen wir mit. Reparatur. Ziel im Bergungsgerät. New technology acquired. Das sieht danach aus. Jawohl. Sehr schön. Ich will mal kurz ein bisschen Luft holen. Also ich habe hier eine nette Höhle gefunden. Da habe ich jetzt wahrscheinlich schon wieder irgendein Quest-Objective gemacht, was ich noch gar nicht hätte machen brauchen sollen. Aber allzu weit komme ich da halt nicht. Doch, ich komme gerade unten durch. Sehr schön. Schauen wir mal, wo ich hier hinkomme. Mal noch mal so schnell schauen. Im Moment, das sind blaue. Ah, da kann ich nichts machen. Geht's denn hier hin? Oh, sehr schön. Das Zeug brauche ich dann auch gleich. Habe ich überhaupt noch Platz hier? Zurück.
Ich brauche definitiv was, womit ich mir Luft machen kann. Ich habe ja jetzt das Zeug. Das heißt, ich kann mir eine synthetische Dings machen. Das heißt, ich kann mir das Tiefmodul machen. Das heißt, ich kann da gleich sicher hin. Na, das wird klasse. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das wird klasse. Was war das jetzt? Ah, ich bin zu einer Dings durchgeflogen. Ja. So. Noch ist alles ganz. Ich glaube, ich speichere mal schnell, weil ich das Ding jetzt habe. Seek fluid intake. Jupp, ich bin schon auf dem Nachhauseweg. Jetzt gehe ich hier einfach mal gerade hoch, mal schauen, wo ich da rauskomme. Apropos, rauskommen und so weiter. Ich dachte gerade noch, ich hätte eine Boje gehabt. Ups. Orientierungslos und planlos. Also mache ich mir Warte. So. Oh, nee, das wird schön. Da freue ich mich jetzt drauf. Weiter hoch und schauen, wo ich rauskomme, wollte ich ja, ne? Gletscher. Alien-Vulkane, der ist auch nicht mehr allzu weit. Ja, ich bin auf dem Nachhauseweg. Nicht schon wieder, ich hab gerade repariert. Mann! Ah. Mach diesmal 25 Schaden. Und wir haben gerade denselben Weg, das ist echt ungünstig. Entweder verteidigen oder schneller sein. Am besten beides.
Ich rate mich jetzt gleich von Anfang an. So. Habe ich Platz? Nein. Sagen wir jetzt nicht, dass ich hier keinen Platz mehr habe. Gut, ich habe noch Platz. Behälter wechseln. Eins tue ich rein. Welcome aboard, Captain. Ich habe einfach nirgends mehr Platz, oder? Kubus, Kryonit, oder Kryni, oder was auch immer das ist, oder wie sich's ausspricht. So. Futter. Vital signs stabilizing. So, gucken wir langsam voran wieder. Oh Mann, Mann, Mann. Dann habe ich nachher wenigstens wieder ein bisschen was spatzig so. Viel, viel besser. Oh, apropos. Ich glaube, ich muss das nochmal reparieren. Nur damit sie noch gleich wieder ready ist. So, als Tiefenmodul. Was brauche ich? Ach so, hätte ich das Tiefenmodul gleich einpacken können. Zwei Rubis und das Emaillierte. Zwei Rubis. Die Frage ist jetzt, wo habe ich das emaillierte Glas hingemacht? Wenn es nicht hier ist. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwo verstaut. Die Frage ist nur wo. Hier sind drei Kisten, also nochmal. Kein emailliertes Glas. Auch kein emailliertes. Ich habe doch nichts mit emailliertem Glas gebaut gehabt und ich hatte das vorher gerade noch. Dann halt Blei und Diamant. Ich brauche unbedingt. Ich muss das Ding unbedingt mit mehr Kisten machen. Bessere Aufteilung, Sortierung. Genau, einmal so. Dann die Synthetikfaser. Und dann brauche ich nochmal einen Ruby. Nicht da. Sehr schön, jetzt fehlt nur noch das Tiefenmodul. Warning, maximum depth reach. Oh shit! Damage imminent. Nein, nicht rein! Nein!
Ach. Oh weh, oh weh, oh weh. So ganz unbeschwert einfach mal schnell das Zeug rausnehmen. Ja, ja. Ach man. Stell's da hinten an die Wand. Jetzt schon zu, alles zu. Wenn man zu sehr abgelenkt bzw. fokussiert ist. So. An die Ruhe, sehr schön. Das freut jetzt wirklich. Das werde ich jetzt wieder eine Zeit lang drin lassen. Jetzt könnte ich mir tatsächlich überlegen, vielleicht mal noch ein zweites, aus lauter Gewohnheit. Ein zweites Frachtabteil oder so machen. Oder eins der anderen. Jo, 650 Meter, sehr gut. Jetzt kann ich da mal ein bisschen weiter runter. Zum Beispiel die andere Höhle dort unten anschauen. Diesmal alles leer machen, bitte. Nee, ich. Wo habe ich Quarz drin? Da mache ich gleich ein paar Kisten. So, Quarz. Und Lithium. Hier natürlich die ganzen Schränke. Das nimmt dann einfach wieder Platz weg, den ich eigentlich auch nicht habe im Moment. Lithium alles da rein. Lithium und Nickel. Aber nix, gut. Lithium. Oh, ernsthaft. So. Habe ich das Lithium wenigstens durch. So. Wahnsinn. Oder ne, Rubis habe ich ein paar. Dann mache ich lieber Rubis rein. Und Lithium, genau. Ah, okay, das ist drüben. Lithium und Nickel, da habe ich jetzt alle, gut. Achso, Rubis auch. Rubi und Lithium. Ich glaube, ich habe hier nämlich den Fokus verloren.
Aber nee, scheint gut zu sein. Na, hier habe ich wieder mehr. Ui. Was haben wir hier? Genau, Edelsteine. Auch hier ein neues Quarz-Royal hier irgendwo. Ich habe ja so viel Platz. Diamant und Kristallines. Ah ne, da habe ich gesagt, hier, dann machen wir die Edelsteine bzw. halt eben die Rubine da drüben. Und die da. Bei Edelsteinen wäre dann auch Quarz. Theoretisch. Ich habe auch noch nicht alle Diamanten drüben. Ich bin wirklich da. Da auch nicht. Ich fülle sonst mal dort noch einen Quarz auf. Wie voll das ist. Okay. Da habe ich einiges Quarz. Ich habe noch Platz. Da ne, Diamanten erstmal. Erstmal die Diamanten. Das könnte ein Zeichen sein. Und streng genommen reicht es eigentlich nicht, weil... Ich weiß, ich habe irgendwo noch mehr Grünzeug. Na fast. Diamanten habe ich noch. Da nichts ist gut. Okay, nee, dann habe ich jetzt. Welcome aboard, Captain. Ach ja, ich habe ja die Dings verändert. Das ist schon zwar ein Cubes für die Kiste da unten. Habe ich jetzt aber auch schon wieder ein Problem. Ich habe wieder keinen Platz für die Diamanten. Okay, andersrum. Dann mache ich mir ein paar Ionenwürfel. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde welche brauchen. Ein paar. Okay, nächstes Problem. Ich dachte, ich könnte mir Ionenwürfel machen. Dachte ich, fälschlicherweise. Mir scheint, ist das nicht der Fall. Schade. Ich könnte mir Kernbrennstoff machen, da habe ich aber auch schon ein paar rumliegen. Bringt mir von da eigentlich auch nicht allzu viel. Zement ist kritisch. Mach mal ein bisschen wahrscheinlich. Da, oh ja. Das ist Wahnsinn.
Ist nur noch am Bohlen setzen. Bohlen bauen, Bohlen setzen, Bohlen bauen. Ich glaube, es gibt. Ich stelle mal eine Behauptung auf. Wenn man wirklich an jeder Stelle, wo man irgendwie was sehen oder farmen könnte, also sprich bei jedem neuen Biom und bei jeder größeren Ansammlung von Farmspots, also was heißt Farmspots, wo man halt einen Haufen Mats findet, da geht das Spiel wahrscheinlich eher in die Knie, wenn alle angezeigt werden, als wenn man sich eine große Base baut. Wobei das mit der Base natürlich auch ziemlich heikel sein kann. Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, weil es so viele sind. Ah, doch, da sind noch mehr Grüne. Ja, sing Halleluja. Dann sag mal Grün und Blau. Ja, dann sind wir grün, blau, kommen hier rein. Grün und blau, machen wir das farblich. Aber für die anderen habe ich gerade noch keinen Spot. Diamanten. Machen wir noch das und das. So, jetzt kommt das weg. So, mal da nochmal Silber und Quarz. Machen wir das mal wieder klein. Lithium. Nee, das war jetzt doch fast. Platz. So. Und Plaststaber. Das muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. So. Moment, dann machen wir das andersrum. Zweimal Bohlen. Da brauche ich auf jeden Fall noch das große, was ich habe. Hier viermal Futter und viermal Heilen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen von allem etwas. Und dann auch nochmal Wasser. Tauschen wir das mit. Habe ich da noch ein gutes? Yep. So, so.
Sehr gut. Zweimal Energiereserve. Im doppelten Sinne genügend. Ruhe, Wasser, heiß. Gut, gut, gut. Und ansonsten wäre es dann endlich leer wieder. Sehr schön. Hier glaube ich nochmal gehabt. Was mir hier so auffällt, kurz zu. Ist, dass ich keinen Blei habe. Und ich meine jetzt eigentlich wirklich so kein Blei. Mit Essen hat man ja eigentlich erstaunlicherweise nicht wirklich Probleme hier. Da würde ich mir schon fast ein fortgeschrittenes Survival-Menü wünschen. Ich meine, ich bin schon zu früh, aber verhältnismäßig so viel wie der hier trinken, die hier trinken muss, spielt ja jetzt eine Frau, das ist echt heftig irgendwie. Modul 2 habe ich jetzt, ja. Gut. Ach, dann machen wir das nochmal schnell so und so. So, immer eine Reserve drin. Ich will jetzt dort hinten wissen, wie es weitergeht. Ach so, hier habe ich ja auch noch. Die Tischkoran, die wollte ich ja nur wegmachen, weil. Bioreaktor. Oder oh, kommt Durchgang. Ach du. Ich will da nicht wieder zu weit links drüben durch, weil da war dieses große Vieh.
Nee, gut. Es scheint da einfach da drüben zu sein. So, das war der. Und ich weiß nicht, habe ich hier irgendwie was vergessen? Grundsätzlich glaube ich nicht. Wrack und Durchgang. So sind das jetzt 400 Meter da lang. Na gut. Dann gehe ich halt in die Richtung. Ich war ja schon dort, also. Ach, trotzdem. Ich probiere jetzt halt einfach, dass ich zwischen verschiedenen Wegpunkten durchfliegen fahre. So dass ich halt auch einfach noch ein bisschen anderes Gebiet abcovern kann. Ja, und schon sieht's viereckig aus. Was kommt hier? Das wär's dann, glaube ich, gerade auch hier. Haben wir den Laser? Da. Das ist das einzig Tröstende, ist diese Laserkisten schon wieder Reaktor. Das gibt's ja nicht. Also wenn ich irgendwann, ich kann jetzt in dem Fall Kernreaktor bauen oder was? Das würde ja richtig gut kommen. Die Frage ist halt, wie lange hält so ein Reaktorkern? Aber wenn ich mir überlege, wie lange so ein Fisch reicht. Okay, ja, das habe ich. Nein, zu spät. Ist ja sonst noch was? Ist einfach nur dieser. Dieses eine Abteil. Apropos, haben wir da noch nicht noch irgendwelche Einträge? Saugvögel sammeln lebende Tiere aus der Umgebung ein und die können sie sicher vor den Klaus. Okay.
Das klingt irgendwie cool. Da kann man so gemütlich Fische farmen. Als Dienstfahrzeug wird ein Seemann idealerweise rund um die Uhr eingesetzt. Mit diesem Update ist es möglich, dass zwei Piloten sich abwechseln können. Da dies zum Tod durch Ersticken führen kann. Ja, sehr schön. Das macht dann richtig Freude. So, die haben wir jetzt mal durch. Zwei neue Baupläne, was waren das jetzt? Der Recycler in ihre Bestandteile, das hat ja eigentlich schon auch was. Aber so ein Ionenwürfel ist teuer, wenn ich den noch nicht wirklich machen kann. Erbauerskelett. Eines Erbauersbehältnis. Das Ding heißt Skelett. Das finde ich schon irgendwie verstörend. Aber ja, wieso auch nicht? Das sind ja schließlich die Erbauer. Ich wollte hier noch weiter machen. Was anderes. Hier muss es noch mal irgendwo runtergehen eigentlich. Weil ich frage mich auch langsam echt, wo oder wie ich zu dieser Pilotin kommen soll. Zeig mal, wie schmeckst du? Lecker, 5 Wasser. Auch noch ein. Ich will jetzt mal zu dieser Pilotin. Ich meine. Ich war. Ich war jetzt schon so oft bei diesem Signal da drüben. Ich glaube dem kein bisschen mehr. So, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob das hier unten alles noch so ist. Genau, das war die Ecke, da war ich ja. Die Frage, das geht wieder nach zurück. Pilotin ist dort drüben, jetzt ist die Frage. Gibt es hier unten
Weg nach rechts. Wo ist denn? Das ist dann wieder der Ausgang, glaube ich, oder nicht? Okay, das geht wenigstens in die halbwegs richtige Richtung. Bräuchte ich langsam wieder. Ich muss mir wieder abgewöhnen, für jeden Millimeter den Gleiter zu verwenden. Das reicht komplett. Wenn ich schwimme. Was ist denn das jetzt wieder? Au. Curved spires, okay. Okay, das Artefakt hätten wir. Puh. Ja, aber. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well... On a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Ah, da war ich da gerade. Sie war Nachbrenner. Und
gespannt, wie weit die Höhlen hier gehen. Sitzt schon wieder dort oben. Auf der anderen Seite. Ich weiß, dass ich die. Dass sich die Frau wahrscheinlich einfach irgendwo hier nach unten gezogen hat. Wurfhakenarm, ja, sehr schön. Da brauche ich auch zwei Stück von. Also noch eins. So, schauen wir mal. Das ist ja herrlich. Yay. Gut. Als nächstes wird der Krebs gebaut. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dann sollte ich da eventuell jetzt auch schon mal alles machen können, plus ein Tiefenmodul. Mal mit den netten Sachen, die ich habe. Ah, genau, das ist das hier wieder. Geht's hier drüben weiter? Jetzt aber trotzdem mal sagen, hier sieht es tendenziell nach Sackgasse aus. Und es gibt nochmal ein Tiefmodul, habe ich gesehen. Also es geht ja schon auch ziemlich weit nach unten dann. Wieso kratze ich immer? Ich habe irgendwie noch die Ausmaße nicht wirklich verinnerlicht. Oh, Schubkanone. Die habe ich doch schon. Aber ist das Ding hier gleich? Eine Krebsschubkanone. Schubkanonenarm. Cool. Die habe ich dann doch noch nicht. Jade-Membran, okay. Mir eben abgewöhnt, bisschen Batterie sparen. Auf der anderen Seite ist egal. Selbst mit dem Bioreaktor. Ich habe ja die Batterien immer aufgeladen, aber. Gehen mal noch das Energiezellenladegerät. Ja, herrlich. Gleich das zweite? Super. Ey, da
kann ich ja dann gleich den Krebs gleich komplett ausstaffieren. Ich sehe da was Böses. Mir den eigentlich fast, wenn ich relativ parallel gerade runter mache. Ja, du wirst mich hier aber nicht schnappen können, oder? Oh. Ja, sicher! Sicher! Was denn? Puh. Noch ist das Ding. Das ist gut. So, repariert und speichern wir. Das ist klar. Sicher doch. Ich warte mal hier. Irgendwann wird der langweilig, sag ich doch. Oh Mann, ich trau dem Frieden nicht. Apropos Frieden. Habe ich da jetzt nicht irgendwie noch ein Boost-Dings gekriegt? Hoch hier. Krebsbohrer, Seber-Nachbrenner-Modul. Kostet zur Abwechslung auch mal noch wieder eine Energiezelle. Sehr schön. Lithium-Zweig, Kabelsatz, das ist grundsätzlich erschwinglich. Benzol muss ich machen. Das da auch. Wärmereaktor. Nachbrennermodul so. Ich will die Dinger. Ich will die mindestens mal haben gemacht haben. Das ist schade. Okay, das wäre eine teure Aktion. Das wird eine wirklich teure Aktion. Aber die muss ich mir machen. Die muss ich mir gönnen. Ja, genau. Blei. Blei. Das
dass das gerade kein Blei braucht, ist ja schon fast erstaunlich. Also ich brauche einen Haufen Blei. Soweit so gut oder sowas ähnliches. Na, bevor ich mich da drin umschaue. Ich geh mal die anderen Artefakte. Ich geh jetzt lieber mal zu den Artefakten hin, statt zur. Ich bin's leid irgendwie gerade. Diese blöde Pilotin, weißt du? Jetzt sitze ich hier unten fest, weil ich eigentlich die Pilotin suche. Ach toll. Jetzt ist er gerade weg. Ich trau mich jetzt mal. Also. Ich bin ja wahrscheinlich genau auf der komplett falschen Seite, sag ich doch. Mann! Ich will hier unten wieder weg. Raus. Aber der macht richtig böse Schaden. Und der ihn dreimal erwischt, weg. Wir haben vorher schon etwas angeknarzt war, dann ist man eindeutig weg. Nein, das geht nur weiter runter. Ich will da eigentlich nicht weiter runter. Seek fluid intake immediately. Weil so weit unten war ich noch nicht. Ah, vielleicht geht's da wieder hoch. Nein, das wird langsam böse. Ich bin definitiv in falsche Richtung unterwegs. Wenn ich schon hier unten bin, nehme ich das dann auch mit. Vital signs stabilizing.
nicht wieder in der Scheißhölle mit dem Großen. Die Frage ist einfach trotzdem, wo ging's da raus? Da drüben sieht's irgendwie so aus. Ich habe so viele Bojen dabei und ich habe vergessen, die zu setzen. Ja, das sieht gut aus. Schnell weg hier. Wow, wow. Sieht geil aus. Ah, Hilfe. Aber jedes Mal, wenn ich solche Treppen sehe, ich habe das Gefühl, da müsste jetzt dann gleich in so eine antike Ruine kommen oder sowas. Hier geht's hoch. Ja. Dann nennen wir das hier. Alles gut. Setzen. So. Zu den violette Geysire. Sie waren Dockteil, ja cool. So. Ach so, Wrack und Durchgang, die sind ja gleich nebeneinander. Nee, dann. Da reicht dann einer. Okay, dann gehen wir zu den grünen Alien-Sachen. Wo sind die? Da drüben. 1600. Oh, ich brauche noch Möglichkeit, dann auch gleich ein halbwegs sicheres
Plätzchen. Um die Energiezellen auszutauschen. Was war denn das gerade für ein Klang? Hier sollte für den Moment hoffentlich gut sein. Ach, ich habe schon eine als Reserve, dann passt's. Die ist bei 22%, gut. Unbedingt speichern, wenn ich jetzt beim Levi durch bin. Seek fluid intake. Na, weißt du was? Kann ich wirklich gleich zur Basis zurück. Und wir dann vielleicht gleich mal den Booster holen. Schwefel, Lithium, Kabelsatz, das ist eigentlich günstig. Da hätte ich auf jeden Fall schon mal eine bessere Chance, diesen Großen abzuhauen. Das wäre auf jeden Fall angenehmer. Jetzt mache ich mir den schnell, oder? Kann ich den, wie gesagt, besser abhauen. Wenn ich schon keine Verteidigung habe, dann wenigstens Flucht. Und ich habe ja jetzt mehr Musik. Oh ja. Gleich mal den Player wieder anschmeißen. Ne, ausnahmsweise habe ich mal noch genügend Platz. Achso, das war Energie. Ja, okay. Anpflanzen, dann habe ich nachher noch zwei für die, gut. Welcome aboard, Captain. Seek fluid intake immediately. Ah, da kommt die Energiezelle noch rein. Nee, das ist ja nicht blau. Das ist blau. Das war der Diamant hier. Zwischenteile Kupfer.
da. Vital signs stabilizing. Oh Mann, oh Mann. Wieso habe ich so eine lange Leitung? Ich könnte mir doch jetzt locker mal so eine Wasserdings bauen, oder? Gesagt, das Geschwindigkeitsmodul, Kabelsatz, dann war's vier, nee, wo hätte ich denn das Lithium hingemacht? Ja, genau, zwei Lithium. Und zwei Schwefel. Sehr schön. Zum Glück habe ich sowas aber auch rumliegen. Ich will ja auch keinen Bauplan anheften, meine Güte. So, hier. Nachbrenner. Dann weg mit dem Nachbrenner. Dockabteil. Also ich glaube, den Krebs könnte ich mir jetzt schneller bauen. Die Frage ist, will ich mir jetzt lieber die... Nee, das war einfach als Erinnerung. Wieso bin ich jetzt die ganze Zeit am Geld? Das gibt's doch nicht. Diesen... Ah! Moment, Moment, Moment. Nee, nee, ich glaube, ich mache einfach den mal. Weil da muss ich, glaube ich, zu diesem... Kommunikationsdings dahin. Nee, das habe ich ja mittlerweile aufgeräumt. Das ist hier... Habe ich irgendwo noch eine Tischkoralle? Weil das ist jetzt nur Kupfer und... Nee, Silber und Gold und eine Tischkoralle. Gold, Gold, Silber und eine Tischkoralle. Na süß. Hier nachher eh, wie gesagt, wieder ein paar. Das ist voll. Das ist nicht Titan. Das war mal was anderes. Wo habe ich jetzt sonst noch Titan? Ich dachte... Ja, genau. Und schnell nehme ich das da raus. Dafür, für irgendwas brauche ich die auch noch.
Ich habe ja Blei. Zwei Stück habe ich gerade gesehen. Ich mal anmachen. Klingst irgendwie böse. Dann mal. Nee. Quarz und Silber hier voll. Also mal grün, grün, blau, gelb. Schwefel. Hey, was macht das Titan hier? Gold ist ja eigentlich auch gelb. Aber ich, so viele Slots habe ich dort nicht mehr. Was sag ich sonst? Violett. Ist auch gleich da. Das kommt wieder Titan. Hab ich Kupfer noch drin? Ne, wo habe ich jetzt Kupfer hingemacht? Machen wir gleich wieder ein paar Batterien. Zwei. Oh, dann brauche ich nur eine. Nicht Zwischenteile. Batterie. Hier ist die Leere, genau. Ja. Dann machen wir schnell hier vorne. Korallen einsammeln. Die Bojen einsammeln. Und dann gehe ich nach oben. Weil ich brauche die Bojen hier eigentlich nicht mehr. Wenn die Base schon hier ist, brauche ich die Bojen echt nicht. Wegen den paar Metern. Wie viel unten war ich jetzt heute? 645, ja, sagen wir 650 Meter.
Alter, leck mich. Ich mag nicht. Wo war meine Base? Batterien reingemacht. Und dann habe ich wieder ein Silikongummi. Auf der anderen Seite. Ich brauche gleich wieder Reserven, ja auch. Wieso hast du hier auch schon 5% weg? Schon wieder Energiezellen drin, das ist gut. Kann ich die tatsächlich als Reserve lassen in der Base? Das finde ich sehr gut. Ich brauche die ja sowieso dann für ein. Energiezelle. Ach, ich habe jetzt gerade 2 Energiezellen gemacht, das ist auch gut. Braucht es nachher sowieso auch. Anyway, nochmal schnell futtern. So. Paar Nüsse wieder mit. So. Wollen wir natürlich wieder speichern. Jetzt, Quizfrage, wo gehe ich hin? Gehe ich jetzt auf die Insel? Ich mache den Kommunikator. Vielleicht kriege ich dann von der Pilotin nochmal was Neues. Und wenn nicht. Naja. Dann habe ich immer noch 2 Grüne. Ich frage mich jetzt gerade, frisst der mehr Energie mit Booster? Könnte schon sein, oder?
Das sollte schon gehen. Ja, dann mal ab in die Höhe. Da kommt doch selber raus. Ich bin ja echt gespannt, was das Ding ausmacht. Ich glaube, nee, doch. Das. Mit. Deswegen habe ich das Gefühl, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Nee, das ist Testüberbrückungsmodul. Das ist gar nicht dieses. Das ist was komplett anderes. Na gut. Na gut. Was haben wir denn sonst noch? Das ist wirklich noch das Grünzeug. Du bist aber ein Tiefflieger. Ich dachte, ich könnte was machen, aber das ist falsch. Also ich merke, ich werde langsam konzentriert. Ich bin, also ich glaube, ich weiß, wieso ich müde bin. Ich habe auch nichts gegessen. Oder halt zu wenig. Ich habe gerade Loch im Bauch, aber ist ja gut. Wir machen jetzt noch das Grüne. Das eine. Meter nach unten. Ja. Scheint sie gleich links runter zu gehen. Ich meinte eher gleich. Das sieht wie irgendwie sehr eng aus. Das ist mir ein bisschen zu eng dafür. Es muss zwar wirklich was da sein. Jetzt.
geht da vorne eh zusammen. Hier ist nur der Anfang breit. Das Ding dazwischen aber so total schmal. Das heißt, darüber, ich sag mal, 50 bis 100 Meter. So. Das sieht böse nach Vulkan aus. Das ist ja echt fies hier. Ich glaube, ich habe vergessen. Zu speichern. Lass mich durch. New technology acquired. Stirnlampe, cool. Nee, nicht wirklich Mist. Ist ja klasse. Jesus Maria. Able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Ionbatterie ist sehr schön. Und wie soll ich hier wieder lebend rauskommen? Folgt mal hier einfach der Bahn. Vielleicht gibt es dort Sauerstoff am Ende davon. Moment, das wäre hier lang.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ich sag doch, ich bin am Arsch. Laserschneider auch noch. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Omega? Ich werde sterben. Oxygen. Vielleicht auch nicht. Tauchdock, cool. Hier gibt es wahrscheinlich kein Durchkommen. Keine Zeit für sowas. Was ich Zeit haben sollte, ist hier Boje aussetzen hoch. Ich mag euch nicht, aber ich muss jetzt hoch. Und da ist noch mal einer. Hilfe. Oh. Ich bin doch jetzt hier gerade mehr oder weniger gerade hoch. Hä? Ach, Tischkoralle. Oh je. Wie nennen wir das Teil? Ich glaube, das nenne ich Mine. Uiuiui. Das nenne ich Mine. Das kann ich jetzt nochmal gemütlich von der Seite her anschauen. Nee. Uff. Das machen wir aber nächstes Mal. Weil ich denke mal, ich werde jetzt die 5 Minuten noch brauchen, bis ich mal bei der Seebar bin. Ah, das war ein Abenteuer. Das war ein richtiges Abenteuer. So, muss mal ein bisschen schneller schwimmen. Holy moly. Habe ich schon gespeichert? Dann machst du, weil ich wieder oben bin und lebe. Oh Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das war jetzt ein guter Nervenkitzel. Ich habe einen schönen Waypoint für später. Oh Mann, Herzrasen immer noch.
Nee, ja, das war cool. Das war... Ich habe echt geglaubt, ich würde sterben. In diesem Durcheinander, ne? Da findest du noch die ganze Zeit Sachen. Also ich bin jetzt irgendwie von der komplett falschen Seite durch. Aber man hat ja sonst nichts zu tun. Gleich über so ein Teil. So. Yep, das kostet extra Energie. Sind das gerade 7% gewesen oder waren die 2% so gerade irgendwie Verbrauch gehabt? Werkzeug. Nee, das war jetzt Laserschneider. Falsche Taste. Aber ich sage euch, das war auf jeden Fall, also für mich war es noch in der Lieberstaude. Das auf jeden Fall. Uiuiui. Energiezellen habe ich jetzt mal ein paar. Den würde ich etwas zwischenlagern wollen, aber geht nicht. So. Dann haben wir hier gesagt Zwischenprodukte. Diamant. Wasser kann man nicht genug haben. Ja, sagen wir, eine Reihe reicht trotzdem. Weil Loop bräuchte ich ja eigentlich auch noch. Hier Wasser. So. Blei habe ich nur 2. Okay, ich glaube, brauche ich. Oder mache ich mir doch erst dann den Krebs? Und dann suche ich mir schön Blei, dann baue ich mir das Blei ab. Dann habe ich genügend für alle Seebahnfragmente. Machen wir sonst das mal. Und dann überlege ich mir auch noch, wo ich eine schöne Base bauen kann. Und ich wollte in der Story weiter. Also das ist alles fürs nächste Mal. In diesem Sinne... sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt noch ein bisschen Nervenkitzel zum Schluss. Das war, hat doch gut getan. Und ja, dann hoffe ich, sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne, alles Gute und ertrinkt nicht. Bis dahin, tschüss.